Okay. So. Kann ich jetzt noch einen Moment. Ja, übernehmen. Gut. So. Weiter. Neptuns Bounty sind wir aktuell. Mal schauen, wie es weitergeht. Ach stimmt, wir haben ja die... Was haben wir geholt? Die Kamera. Die Kamera, ja. Du glaubst, du kannst mich austricksen? Was? Sie wollen das, was uns gehört. Wir müssen unser Hab und Gut verteidigen. Ich bin einfach einsam. Ich bin allein. Sicherheitssender. Nerven diese verdammten Sicherheitskameras. Markieren Sie Ihre Feinde mit unseren photoelektrischen Insekten. Und schon sind die Kameras und Geschütze ihre besten Freunde. Holen Sie sich Security Bullseye. Noch heute. Hypnotize. Ja, nehmen wir. Ersetzen wir das erstmal. Tricksen Sie das Sicherheitssystem aus. Setzen Sie Roboter und Geschütze gegen Ihre Gegner ein. Wunderbar. Schrotwinde, Schrot. Wunderschön. Kaffee hat er, weiß ich. Wunderschön. So, das hier ist... Diese kleine Seeschnecke war das entscheidende Etwas, das all meine verrückten Ideen, die ich seit dem Krieg hatte, zu einem großen Ganzen zusammenfügte. Sie heilt nicht nur beschädigte Zellen, sie erschafft neues Gewebe. Ich kann die DNS verändern. Ein Schwarzer kann als Weißer wiedergeboren werden. Ein großer Mensch als Kleiner. Ein schwacher Mensch als Starker. Aber die Schnecken allein sind nicht genug. Ich werde Geld brauchen. Und... noch etwas anderes. Okay. Hacken wir das Ding erstmal. So, wir brauchen das. Wunderbar. So. Ja. Bitteschön. Pistolen. Wo ich hin jetzt? Bot-Abschaltung. Hier ein Big Daddy. Dein bisschen Kind, ne? Ja. Kann ich das hier aufmachen? Geschlossen. Bullshit.
Träumchen zu träumen, Mr. B. Hallo. Ich will jetzt schön träumen, Mr. Bubble. Sie will träumen. Hallo. Jetzt zu der Foto. Moment. Okay. Kleiner Anstieg der maximalen Gesundheit und Eve. Noch ein Foto machen. Rosie. Strafe, Subjekt ist tot. Was hier kommt? Ja. Forschungsbonus für Rosie. Erhöhter Schaden. Rosies sind anfällig für panzerbrechende Munition. Ah, okay. Also keine Anti-Personen. Und was sollte ich jetzt eigentlich nochmal? Ich habe doch irgendwie die Aufgabe, von irgendwas Fotos zu machen. Als ob nicht alles schon schlimm genug wäre, jetzt hat auch noch unsere Wasserversorgung ein Leck, so wie es aussieht. Wirklich, in das Bewässerungssystem von Arcadia dringt mehr Wasser ein. Als wir diese Stadt gebaut haben, habe ich zu Mr. Ryan gesagt, entweder bauen Sie sie wie eine Badewanne oder sie wird früher oder später ein Abwasserkanal. Er meinte nur, nein, McDonagh, wir werden gewiss keine Badewanne bauen. Wir bauen einen Garten Eden. Was, die Forschungskamera? Gut. Geben wir dem alten Peach mal was zu tun. Schieß die Fotos, die der Karl haben will. Dann lass uns schleunigst hier verschwinden. Nicht mehr. Ah, Bullshit. Ah, das kostet Geld auch noch. Falsch. Mhm.
Kann ich davon auch Fotos machen? Nee. Ah, Zigaretten. Na. So, Moment. Drei Spider-Slice muss ich fotografieren. Da mich die angesehenen Labore alle weggeschickt haben, habe ich mich wegen des Nahtschutzes an Captain Schmuller von Neptun gewandt. Warte mal. Hotelsmänner sind Schweine. Sie spucken und sie stinken zum Himmel. Aber anders als viele andere hier. Schreckliche Angst vor Fontaine. Er erinnert mich ein bisschen an den Dodge. Es würde mich nicht wundern, wenn er hier unten schon bald das Regiment übernehmen würde. Was sind jetzt dieses Bleise? Moment, was ist. Ach, das ist Genbank. Ah, da. Da ist einer. Sollte mich erstmal um die anderen kümmern. Da. Wo ist denn der jetzt? Oder die? Oder das? Film. Ah, wunderbar. Grafikfehler. Kamera. 12 Film, wunderbar. Ausgetrickst, du Monster! Oh, kampflos bekommst du sie nicht! Ich werde dich mein ganzes Leben lang nicht. Ah, da! Das muss ein gutes Bild sein. Komm. B. Nur weil. Ja. Danke, Professor Eich. Aber jetzt müsste. Ja, 2 von 3 habe ich. Gut. Spider-Splice-Organ. Donner. Oh, kann. Moment. Geht es nicht schneller? Empfindlichkeit. Ja, bitte. Na, kann man das nicht halten? Gut. Ah, besser. Um einiges besser. Wieder zurück. Die Todesstrafe in Rapture. Der Rat ist in Aufruhr. Man befürchtet, dass es zu Ausschreitungen in der Stadt kommt. In solchen Zeiten braucht es eine harte Hand. Den Schmugglern muss das Handwerk gelegt werden. Jeglicher Kontakt zur Oberfläche bringt Rapture ein Stück näher an die Parasiten, vor denen wir einst geflohen sind. Ein paar Hälse in der Schlinge sind ein angemessener Preis für unsere Ideale. Ist aber nicht sehr nett. Was verkauft der denn? Willkommen im Zirkus der Werte! Kontaktminersplittergranate. Film.
Bisschen mehr Film ist nicht schlecht. So, ich nehme an, da geht's heute. Ah! Da war einer! Roboter, hilf mir! Ja, ja, ich rette deine. Das Körpertonikum. Dieb verleiht ihnen so etwas wie den sechsten Sinn. Sie sehen Dinge, die sie sonst übersehen hätten und entdecken Dinge, die sie sonst liegen gelassen hätten. Man könnte mit meinen, sie hätten mit Dieb einen Röntgenblick. Cool. Damit abgeschlossen. Wunderbar. Also können wir dann Dingens spielen. Stardew Valley. Ich weiß. Was war? Was? Ja, keine Ahnung. Ich kann mich da auch nicht so dran erinnern. Hier sind Geister. Hier fliegen Sachen durch die Gegend. Okay, da brauche ich Elektrozeug. Rapture verändert sich. Doch Ryan sieht die Wölfe im Wald nicht. Dieser Typ, Fontaine, er ist ein Gauner, ein richtiger Dieb. Aber er hat das Adam. Und deshalb hat er hier das Sagen. Er steckt die Profite wieder in die Entwicklung noch besserer, noch stärkerer Plastide. Außerdem baut er die Fontaine von Armenhäusern, die in Wirklichkeit Rekrutierungsbüros sind. Er wird im Handumdrehen eine Armee von Splicern haben und dann wird's uns ganz übel ergehen. Ich sag's euch. Ich weiß, was du vorhast. Es ist noch nicht vorbei. Ist der jetzt hier drin? Hör mir zu! Klingt zumindest so. Auto-Hacker, kontakt mir ionischer Schrot. Wunderbar. Hände hoch, Hände hoch! Du glaubst, du kommst damit durch? Wo kommt der her?
Der war davor noch nicht da, ne? Ey, da ist so ein Little Sister Tunnel. Ja. Ja, wähl halt aus. Moment mal, du zu weit weg, ne? Komm, das sind jetzt zwei Leute. Das muss gut sein. Ah! Yay! Trotzdem nur so wenig. Bullshit! Schön viel Alkohol hier drin, das ist aber nicht gut für mich, wenn ich rumschießen muss. Ich kriege sie alle. Ich könnte mir selbst auf die Schulter klopfen, aber mal im Ernst. Das sind keine blutrünstigen Kriminellen. In Rapture wimmelt es von Dichtern, Künstlern und Tennisspielern, aber nicht von bezahlten Killern. Aber ihr Anführer, dieser Fontaine... Der kennt sich mit Gaunereien ganz genau aus. Er selbst macht sich die Hände nicht schmutzig. Er lässt aber durchblicken, dass mit ihm nicht zu spaßen ist. Diane, Liebste, es tut mir leid, aber ich werde mich heute wieder verspäten. Rosenberg will mit mir über Fontaine sprechen. Ich versuche hier einen ordentlichen Finanzmarkt aufzubauen und alles, woran dieser Idiot denken kann, ist Adam hier und genetische Veränderung dort. Ich werde eine Stunde lang so tun, als ob ich dem armen Kerl zuhöre und mache mich dann so schnell wie möglich auf den Heimweg. André. Dieser Fontaine scheint ja ein recht gefährlicher Mensch zu sein. Zeitweise dachte ich, das wäre das Paradies. Ich glaubte, die Parasiten aus Moskau vergessen zu können. Ich glaubte, dem marxistischen Altruismus der Kolchosen und der Fünfjahrespläne entronnen zu sein. Das ist der Sündelohn! Komm, das muss gut sein. B, Bullshit. Ja, B wie Bullshit hier. Foto. Cool. Erhöhter Schaden, Nitrospeise sind anfällig für Antipersonenmunition. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das hätte zwar ein schönes Foto gegeben, aber keine Lust. Die Fotos, die sind nicht so Priorität, außer Außer sind Missionsziele. Beweise! Das sind doch nur einfach nur Bibeln. Bibels! Viele Bibels und so. Safe hacken. So. Falsch. Den. Und jetzt den, dann den. Er läuft ganz gut. Den tun wir dahin und den dahin. Was?
Und wir haben panzerbrechende Munition. Da ist überall nichts drin, nehme ich an. Zu Besuch beim Abschalten. Mensch, ein Luft sei dir. Komm. Yes. Actionfoto. Auf deiner Gibt. Motiv wurde schon von. Nee, egal. Spider-Slicer Organe können wie Verbandskästen verwendet werden. Cool. Bärtrommel! Wenn nicht so an, als würde das ausreichen. Wärst du so freundlich, dich auf den Weg zurück zu den Fontaine Fisheries zu machen? Wär ich so freundlich? Ich denke ja. Tastenfeld. Wär ich so freundlich? Ich bin immer freundlich. Lassen Sie sich registrieren. Oh! Gute Schaden. Plus, plus. Yay. Von 10 verhaften lassen. Mr. Ryan, ich glaube an Rapture, doch das heißt nicht, dass wir auch immer gewinnen. Fontaine Futuristics ist die größte geschäftliche Unternehmung in Rapture. Um mich klar auszudrücken, wenn wir diesen Lumpen Fontaine wegen Diebstahls und Schmugglerei verhaften lassen, müssen wir klarstellen, dass wir uns nicht sein Geschäft unter den Nagel reißen wollen. Wir sitzen im Rat, weil uns diese armen Schweine vertrauen. Nicht, weil wir von Gott dazu berufen wurden. Mr. Ryan, ich glaube an Rapture, doch das heißt nicht, dass wir auch immer gewinnen. Fontaine Futuristics ist die größte geschäftliche Unternehmung. Also Ryan will diesen Lumpen Fontaine wegen Diebstahls und Schmugglerei verhaften lassen, müssen wir klarstellen, dass wir uns nicht sein Geschäft unter den Nagel reißen wollen. Wir sitzen im Rat, weil uns diese armen Schweine vertrauen. Nicht, weil wir von Gott dazu berufen wurden. Okay, Ryan und dieser andere Kollege da wollen. Wollen. Fontaine. Wollen Fontaine anscheinend. Verhaften lassen. Hacken. Ja, übrigens, nicht wundern, wenn mal auf dem YouTube-Kanal von dem Livestream-Zeug Bioshock nicht da ist, weil die Musik ist anscheinend lizenziert. Und ich glaube, beim zweiten Teil ist es jetzt vorgekommen, dass das in Deutschland gesperrt ist. Ich habe das schon veranlasst, dass die Audiospur rausgenommen wird. Also das kann irgendwie YouTube mit mehr oder weniger erfolgreicher Hinsicht können die da Audiospuren an sich bzw. Musiktitel rausfiltern oder so. Verringert nur teilweise die Audioqualität. Habe ich jetzt bei dem Teil machen lassen. Kann sein, also dann auch nicht wundern, wenn mal ein Bioshock-Teil oder sonst irgendwie was sich einfach scheiße anhört. Das liegt dann an hier GEMA, YouTube und dem ganzen Kack. Heute Marsha gesehen. Wir haben heute unsere Marsha gesehen. Wir haben sie kaum erkannt. Sam sagte, das ist sie. Ich hab gesagt, du spinnst doch. Dieses Ding, das soll unsere Marsha sein. Aber er hatte recht. Sie hat einer Leiche bei den Fontaine Fisheries das Blut abgesaugt. Und als sie damit fertig war, ging sie Hand in Hand mit einer dieser schrecklichen Missgeburten fort.
Sam rief ihren Namen. Ich habe kein Wort rausbekommen. Sam ist verrückt. Dieses Ding war nicht unsere Marsha. Marsha wurde zu Little Sister, nehme ich an. Shorten Alarms. Ah, okay. Gibt es überhaupt ein unheilverkündenderes Geräusch als das eines Sicherheitsalarms? Mit Shorten Alarms wird ihre Signatur so verändert, dass sie mit Alarmsensoren interagiert und so die Dauer manipulieren kann. So, wie ich denn da? Security Expert. Verringert die Sicherheitsgrad beim Hacken von Geschützen. Nee. Benutze ich erstmal nicht. Da ist Film. Na, komm. Ich war doch da gerade eben schon drauf. Geht's da lang? Rechtschaffen ist Rapture. Der Grund des Meeres ist unbereitbar. Aber er ist auch gefährlich. Jedes Leck ist ein Hallo. Das ist ein gutes Foto. Trotzdem nicht sehr viel. Komm, dass wir das wenigstens voll machen. Was? Den habe ich jetzt. Okay. 15% Chance, dass feindliche Granaten Blindgänger sind. Das ist ganz gut. Ist mein einer Roboter eigentlich kaputt? Das sieht so aus. Oh, aber mein Robo-Kumpel. Portemonnaie ist bereits voll. Was? $500 kann ich maximal tragen, das ist ja wie ein Zelda. Meine Frau Moira geht mir echt auf den Geist. Aber sie ist mein Ein und Alles und sie ist wunderschön. Ich fürchte, Gott will mich dafür bestrafen, dass ich Patrick und sie hierher gebracht habe. Ich dachte, unser Leben würde dadurch besser werden. Oh je, wie blöd kann man eigentlich sein? Was? Ah. Nein! Ein Glück, dass ich den Big Daddy vorhin schon getötet habe. Ah! Ah! Wer schießt? Wer schießt? Ich muss wahrscheinlich ein bisschen... Noch einer! Oh! Oh! Ich denke, wir können Granaten schießen.
Dass die Todesschreie von manchen Charakteren so langgezogen sind. Kartoffelchips, yay. Nicht, was mit dir passiert ist. Ryans Männer haben dich mitgenommen. Sie meinte, du wirst gebraucht, um Rapture zu retten. Wer braucht ein Kind, um eine Stadt zu retten? Aber ich sehe diese kleinen Mädchen aus den Schächten klettern. Und ich frage mich, ob auch du eines Tages aus so einem Schacht kletterst und dann diese Nachricht findest. Wir suchen nach dir. Falls du das hier liest, komm zu uns ins Fighting McDonald's, Zimmer Nummer 7. Der Schlüsselcode für die Tür ist 7533. Wir vermissen dich, geliebtes Kind. 7533. Ach, das war wahrscheinlich von. Das war wahrscheinlich die eine Tür, die ich gehackt habe. Ah. So, im McDonald's haben sie sich versteckt. Sehr komisches McDonald's in Rapture, die Hotelzimmer haben. Das wäre cool, wenn man bei diesen Medi-Station-Dingern da auch Verbandskästen so kaufen könnte. Ah ne, hier waren wir. Hier ist immer hochgegangen letztes Mal. Hey Mary, warum hast du so ein trauriges Gesicht? Ach, ich weiß nicht, Jim. Ich glaube, ich weiß einfach nicht, was ich von den Little Sisters halten soll. Die Little Sisters? Mensch, ist dir nicht klar, dass sie die Kraft sind, die Rapture zusammenhält? Was? Wenn sie mit Gegnern kämpfen, die größer oder stärker sind als sie, müssen sie jeden Vorteil nutzen, den sie bekommen können. Mit Ranch Lurker sind sie im Vorteil, wenn sie ihre Gegner unvorbereitet treffen. Ah, es passiert bei mir nicht. Wird getutet, Kollege. Ding. Hallo. Ich habe schon lange nichts mehr zwischen die Zähne bekommen. Hast du was für mich und meine Mannschaft oder suchst du nur Ärger? Setz dich kurz hin. Ich muss Kaffee aufsetzen. Vielleicht decke ich sogar den Tisch mit dem feinen Tafelsilber. Okay. Setzen wir uns hin. Bevor du in die Fischfabrik gehst, gebe ich dir noch einen Rat. Der alte Peach führt mit Sicherheit irgendwas im Schilde. Ach. Bloß die Augen offen. Hätte ich nicht gedacht. Mit einer Waffe kommt niemand in meine Bude rein. Leg deine Knarren in ihren Rohrpost, dann lass ich dich rein.
Wenn das der Preis dafür ist, musst du ihn wohl bezahlen. Dafür kann er dir wenigstens deine Plasmide nicht wegnehmen. Das ist allerdings richtig. Hacker-Fokus, was? Ah ne, Moment, dann muss ich... das muss ich frei schmelzen. Hackerfokus, ein weiteres beliebtes Gen-Tonicum der Hack-Smart-Produktpalette. Entschärft Fallen in Ihr System. Wir garantieren weniger durchgeschmorte Schaltkreise oder Geld zurück. Ah, ich habe meine Rohrzange noch. Wunderbar. Schön kalt hier, ne? Ah, oh. Ich wette, als dein Boss aus der Hölle abgehauen ist, hat er zum Teufel gesagt, dass er gleich wiederkommt. Und der Teufel hat gesagt, sehr wohl, Mr. Fontaine, ich halte Ihnen Platz frei. Ryan hat versprochen, dass Fontaine ins Gras gebissen hat. Und jetzt machst du hier seine Drecksarbeit. Ryan ist ein Penner und du... Ich? Ha. Also, das bleibt so. Atlas, ihr gehört uns! Uns! Wow, warum bringt das nichts bei denen? Bullshit. Bullshit! Verbrenn! Zack! Die verbrennen aber nicht sehr schnell. Ah! Hilfe! Ah! Alter! Hacken! Also, jetzt stecke ich fest. Oh, geht mir das auf den Sack. Meine Plasmide tun ja auch irgendwie überhaupt nichts. Ah, nee, ohne Scheiß, die Drecksplasmide tun ja auch irgendwie überhaupt nichts. Werf noch einen scheiß Molotov-Cocktail und den kriegst du in die Fresse. Wo ist er denn jetzt? Ah.
Gib mir deine scheiß Pistole. Wo ist denn die jetzt? Na, endlich. Willkommen im Zirkus der Werte. Ach, da meinte ich meine Waffe. Okay. Dann halt. Dann halt so. Power to the people. Waffen-Upgrade-Station. Cool. Ich will mehr Schaden für meine Schrotflinte. Cool. Erste Mal noch da drüben. Fontaine macht uns jetzt mächtig Feuer unterm Hintern. Er will 80% unseres Gewinns und droht damit, uns an Ryan auszuliefern, wenn wir nicht mitspielen. Dieser Hurensohn. Sammy G meinte noch, dass er darüber nachdenkt, zur Polizei zu gehen, und am nächsten Tag wurde er in einem Sack im Wasser tot aufgefunden. Wir haben keine Wahl. Wenn wir bei Fontaine bleiben, enden wir am Galgen. Und wenn nicht, dann geht's uns wie Sammy G. Es muss noch einen anderen Weg geben. Na, Bullshit. Dreck! Person, Jonas ist rot, Auto weg. Okay. Wir spielen jetzt eigentlich schon. Du hast es geschafft. Von jetzt an sollte es keinen Ärger mehr geben. Wir treffen uns weiter vorn. Versteckt. Ah ja, gut, dann ich nehme an, das ist ein guter passender Zeitpunkt, um hier zu pausieren.